Helfer A wurde von Manuel gestoppt. Manuel? Achso. Und wenn ich da vorne bei der Baumreihe bin, muss ich mal schiffen gehen. Oder was machst du? Was macht der? Geh mal schiffen. Jawohl. Okay, so fangen wir an jetzt. Wieder abgeschleckt worden von allen anderen, oder? Von allen anderen. Sagt er? Jo, sagt er. Wie voll bist du? 0%. Bitte? 0%. Hast gerade abgeladen. Und da steht. Das freut mich, dass das jetzt geht mit Curseplay. Jetzt muss ich nur immer jetzt denken, dass ich das für jeden Traktor deaktivieren muss. Mein Glanz funktioniert eh nicht gut, weil ich kann das Fenster dann nicht mehr wegklicken. Aber ja. Ich meine, ist da. Was du für Sachen hast. Ich weiß, immer habe ich irgendwas. Sei es in LS, in FIFA. Oh Scheiße, da sind Stückel nicht gewachsen.
Aber du hast recht, der Weg könnte zu schmal sein. Da muss man schon sehr gut vorbeifahren. Wenn da irgendein Anhänger oder so breiter ist, dann war's das. Neben Anhänger sehe ich dann LKW ist auch ein bisschen breiter. Ja, nein, also da hast du recht. So habe ich das nicht gesehen. Bedeutet, die Schafe, die fressen da ganz schön, Alter. Ja, weil es immer mehr werden. Ich glaube, ich hole mal so eine Wagenladung. Ob das ein Blödsinn muss man da machen. Ich überlege gerade, ob ich ein paar Ballen machen soll. Oder ob es sich das dabei ausgeht. Hast du schon welche heute gemacht? Oder sind die schon wieder weg? Na, nur ein paar habe ich gemacht. Das war so 4-5 sind es nur. Oh. Die ich gemacht habe. Also hast du ein wieder Wagenladung voll gemacht? Ich werde das anders machen. Wenn wir das große Mähwerk holen, das mit Schwader zusammenlegen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Nein. Oh ja. Nein. Nein. Jetzt ist da eigentlich nur die Presse dranhängen. Ja, ist, ob ich es vorher gemacht habe. Weiß nicht, wie du es vorher gemacht hast. Ich. Aber nur pressen einfach. Mähwerk vorne dran und Presse hinten. Achso, ja, das finde ich aber auch nicht. Dann ist die andere Variante effizienter. Oder was meinst du jetzt? Ja, wir haben gemähtes Gras dort liegen. Jetzt ist das nur pressen. Wo er oben jetzt Silage macht, meinst du? Ja. Okay, kann ich mir davon was nehmen? Naja, wir haben extra das Grasfeld gemacht. Für Gras und Silage. Naja, ich dachte, wir nehmen das bei den Schafe auch, weißt du? Das ist halt aber nicht so gut. Das ist wieder. Nee. Weniger Gras wieder. Ja. Was ist eh blockiert? Bitte? Was ist eh blockiert? Was er dachte? Dass wir das Mähwerk eigentlich eh dort lassen könnten. In dem Gebiet. Weil dort braucht man es am meisten. Schon wieder. Ja. Okay. Wieder? Blockiert. Achso. Ich weiß nicht, wie der fährt, aber der blockiert sich selber da. Mit was blockiert er sich? Mit schon liegenden Ballen. Ja, die werden runterrollen. Nein, die liegen genau am Feld. Genau in der Spur drinnen. Ich sag ja, die werden hinrollen. Die werden irgendwo von der Seite runterrollen und dann halt irgendwann gestoppt. Na, der fährt die eine Spur wieder zurück, so wie es ausschaut. Ach so, ja, das kann auch möglich sein. Und da blockiert er sich dann mit die schon bereits. Das kann möglich sein, ja. Das ist möglich, ja. Oh, schlecht. Jetzt haben wir eine Ballenmaschine wirklich holen. Aber ja, ich glaube ja. Fahrt sicher, weil der fährt ja zwei Runden. Ja. Und dann macht er die Längen. Und dass er in die Längen reinkommt, muss er ja eine Runde fahren. Das ist, warum ich dann die Ballen schon weggeräumt habe am Rand.
Mal wieder erinnern. Irgendeine eine andere Lösung vielleicht finden, dass das nicht passiert. Es gibt keine andere Lösung. Also du machst ihn nur Längen. Mhm. Ohne, dass er rundherum fährt einmal. Wäre das schlimm? Sie rollen halt mehr ins Feld an. Achso. 20. So, jetzt ist die Frage, fangt der unten oder oben an dann? Ich glaube, der fährt von oben nach unten, genau. Das heißt, da kann ich mal unten ein paar reinschnappen. Aber zuerst hole ich mal was zu trinken. Aber ich kann es auch schlau machen. Wie holt man Getränk schlau? Klasse arbeiten, während ich Getränk hole. Nee, da muss ich in Ruhe dreschen kann. Na Leiwand. Blockieren sich die gegenseitig. Naja, Leiwand, du musst jetzt alle Ballen aus dem Weg räumen. Du bist zu mir. Wieso? Ja, weil er sich sonst blockiert, er fährt ja die Runde. Also ich bin jetzt eh auch am Feld. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun. Trotzdem muss er die Ballen wegräumen, also die Runde fährt. Sollte man für die Schafe extra so ein kleineres Feld anlegen mit Gras, weil das nimmt uns, glaube ich, viel zu viel Silage weg.
Du denkst halt wieder zu groß. Glaubst? Naja, wirst du, sag ich jetzt einmal, dann, wenn wir 40 Felder haben, jedes Mal Silage machen? Nein, eh nicht, aber kann man machen lassen. Um Hilfe. Ja schon, aber das musst du trotzdem, siehst du, du musst die Ballen wegführen, die Ballen holen. Das Verkaufen irgendwann alles. Ja, drum würde ich ihm vielleicht wirklich schauen, dass man nur hoch runter macht oder so. Weißt du? Aber trotzdem musst du die Ballen holen. Das ändert nichts daran, dass trotzdem Arbeit ist dahinter, das meine ich. Also so meinst du das? Und dafür, dass du dann irgendwann 20 Ballen Heu brauchst, oder Gras, weißt du, ein extra Feld wieder dafür opfern. Oder machst du mal einen Durchgang keinen. Silage, weißt du, man? Gut, irgendwann können wir uns das leisten, das nicht zu machen. Ja, wir könnten es uns jetzt auch schon leisten. Naja, aber wie kommen wir dann wieder zu anderen Sachen? Mietresche etc. Aber das ist ja nur ein bisschen was. Du musst ja nicht das ganze Feld voll machen. Nein, nicht, aber ich hätte mir gedacht, dass ich schon so 10, 15 Ballen presse. Ja gut, aber da gehen sie ja wesentlich mehr raus. Ich schaffe. Also kannst du gleich 40 machen, dann hast du einmal eine Ruhe für. Dann kannst du währenddessen schon dreimal wieder Silage machen. Stimmt. Oder du machst einmal das ganze Feld mit Grasballen und die lagerst halt irgendwo. So meine ich das, weißt du? Dann lass du einmal Silage aus, machst einmal Grasballen. Irgendwer wird aber schon wieder blockiert. Diesmal gehe ich aber nicht. Macht es jetzt fertig da. Na, wird nichts blockiert. Silagefarben. Aber verstehst du, was ich meine? Weil so müssen wir jetzt wieder extra ein ganzes Feld machen, wo wir dann nur Gras anbauen. Und das wird dann aber eigentlich nur benutzt alle 2 Jahre oder 3 Jahre. Das haben wir die Grasballen kalten lang. Aber du hast recht, aber es ist eigentlich gleich gescheiter, wenn man diesmal Silage auslässt. Naja, einmal Silage, einmal voll Grasballen macht. Und dann kann man wieder Silage machen, bis es fast zum Ende hingeht. Darum haben wir jetzt 2 ganze Felder gemacht, weil wir irgendwann mehr Schafe und Kühe haben, dass wir genug Gras haben. Gut, jetzt hat er aber quasi schon angefangen damit. Ja, jetzt ist wurscht, jetzt will ich nur ein paar machen, aber vielleicht beim nächsten Mal dann. Ja. So wäre eigentlich unser Plan dahinter. Oder wenn wir Heu brauchen, dass wir einmal Heu machen. Stimmt. Aber wie gesagt, Silage werden wir andauernd dann nicht mit dem machen. Das heißt, das Feld liegt dann quasi eh immer wieder brach, quasi. Ohne uns. Ja, für Gras halt, oder Heu. Ja. Aber Silageballen ist halt wirklich ein Zeitaufwand auch. Stimmt. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich weiß nicht, ob du das als Cheaten wertest. Aber wenn wir jetzt die Helfer, wenn wir den Helfern jetzt sagen, sie sollen ansehen, wäre es nicht gescheiter, wir stellen ein, dass sie aus sich automatisch das Getreide und das alles holen sollen? Wenn das geht, ja. Das ist doch immer gegangen, oder? Beim Silo kann man es machen. Ja, ich weiß nicht, ob sie das einfach von der Erde nehmen. Nein, dass man sagt, sie sollen sich selber kaufen. Ach so, ja, das würde ich als Cheat nehmen. Okay. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Weil das wäre quasi so, als wenn der Helfer quasi hingehen würde und das. Aber er tut ja eben, aber dann würde ich so machen, dass er hingeht und sich holt. Ach so, wie Autodrive meinst du? Genau. Sind ja dann auch zusätzliche Kosten, musst du rechnen. Ja. Und
Drei auch gleich fertig. Warst du schon mal bei der Mühle? Nein. Es macht sogar Geräusche, wenn sich das bewegt. Und die Paletten werden sehr schnell voll. Also die. Ach, hast du es auch behalten lassen? Ja. Dann tun wir es auf verkaufen. Brauchst du es? Willst du sammeln? Ich dachte. Dass wir auch mal einen Preis warten, aber. Kannst okay. Du, wie du willst. Wie du willst, du kannst Mehlbeauftragter werden. Du meinst direkt verkaufen. Es ist halt auch zusätzlich Geld dabei. Bei Brot und so würde ich halt dann eher auf sowas sparen. Ja. Den würde ich jetzt wie die Tomaten so als Zwischenprodukt sehen. Also. Produktion mit Brot und so, das habe ich immer gerne gemacht eigentlich. Ich komme gleich mal noch was zum Trinken. Jawohl. Ein Schwitz auf den Dreschen ist ein Wahnsinn heißt. Ja, kein Wunder bei dem Wetter. Im März. Dann ist das andere vielleicht auch schon fertig. Irgendeins ist schon fertig, ja? Oder meinst du, dass da am Feld? Das andere ist auch noch nicht ganz fertig, glaube ich. Achso, ich glaube schon. Und darum habe ich eigentlich da begonnen. Oder weniger. Nicht fertig war.
Habe ich was verpasst? Nein. Das mit dem Auftanken vergisst, das mache ich dann. Der ist ja gleich fertig. Ja, du hast recht, das ist auch ein Streifen noch nicht. Jetzt gleich sehe ich alles fertig. Ja. Nein. Es sind die Honigpaletten umgeflogen. Honigpaletten? Mhm. Honigpaletten? Bitte? Waffe? Nein, aber die Fläche da ist voll. Ja, aber dann sollte das ja im Gebäude gespeichert werden, oder? Ah ja, stimmt. Warte mal, macht er das überhaupt? Das sollte ja eigentlich der Sinn dahinter sein, oder? Das wäre ja noch dümmer. Dann können wir es gleich verkaufen. Und 40 Liter steht behalten, eingültig. Gut, ich habe jetzt welche weggenommen, ich weiß jetzt nicht. Dann gib sie wieder ran. Aber mich würde das schon interessieren, ob das entspeichert. So hoch stapeln werde ich sie nie mehr können. Was denn stapeln? Alter. Was denn noch anhauen? Nein, und deine glitscht. Die glitscht. Am Plätzchen anscheinend. Der den Fuß ausbessern. Kollege. Einfach wegfahren, dass er mir hilft. Einfach reinstellen, hast du gesagt. Kann man doch die Chester irgendwie wieder rein? Ja, ins Gebäude rein. Ja, die sind ja draußen gestanden. Ja, Und wir stellen sie wieder rein, dass es ein neues spawnt. Damit sie schön dort liegen. Damit wir wirklich sehen, wie viel. Ach so. Da gemacht werden. So. Sorry.
Feldhäcksler Schneidwerk. Ein Feldhäcksler. Der kommt vielleicht auch noch. Das war schnell wahrscheinlich weg. Ja. Banken.